Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Servus, grüezi und hallo. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Club 700. Haben Sie schon mal so richtig Angst gehabt? Ängste entstehen häufig durch ein Schlüsselerlebnis. Von da an ist nichts mehr, wie es mal war. Doch Ängste können unser Leben regelrecht in Beschlag nehmen und unseren Alltag einschränken. Aus Angst kann auch ein Trauma erwachsen. Was das besonders für Kinder bedeutet, erklärt uns heute ein Experte aus seiner täglichen Arbeit. Wie sich die Angst in ihrer Kindheit buchstäblich festgebissen hat, darüber wird uns Daniela später in der Sendung berichten. Wovor fürchten sich Menschen? Wovor hatten Sie als Kind am meisten Angst? Und was kann man dagegen tun? Reporterin Frieda fragt nach bei Passanten. In meinem Kinderzimmer hingen früher ganz viele Tierplakate, Löwen, Leoparden, alles, was eben das Kinderherz begehrte, außer meins. Ich hatte furchtbare Angst vor diesen Tieren. Und immer, wenn ich ins Badezimmer nachts musste, habe ich mich nicht getraut, weil ich davon überzeugt war, dass irgendeins dieser Tiere gleich von der Wand springt und mich mal eben mitnimmt. Ja, jeder hat Angst. Manchmal nur als Kind, manchmal auch als Erwachsener. Oder vielleicht nicht. Das wollte ich heute auf der Straße und hier im Kaufhaus erfahren. Und das kam dabei raus. Haben die Kinder Angst vor dir oder freuen die sich auf dich? Nein, also es ist zwiespältig. Einige haben Angst und andere freuen sich. Also ich hatte schon ein bisschen das Bedenken wegen meiner Schminke, aber ich habe es ein bisschen kinderfreundlich gemacht. Was würdest du denn den Kindern empfehlen, die vielleicht Angst haben vor dir oder anderen Dingen? Ins kalte Wasser springen. Also wenn jetzt zum Beispiel heute noch ein Kind Angst hat vor mir, dann gehe ich einfach mal zu und umarme ihn. Mal schauen, ob es wirkt. Einfach mal aktiv sein. Also vor Geräuschen, wenn ich alleine zu Hause war, davor hatte ich schon Angst. Und ich habe auch heute noch Angst, aber heute nicht mehr vor solchen Sachen, sondern mehr Existenzängste. Und wie kann man mit solchen Ängsten umgehen? Vielleicht auch als Kind zum Beispiel? Als Kind kann man natürlich dann zu Oma oder zu Mama gehen und als Erwachsener vielleicht mal eine Beruhigungstablette nehmen. Vor Krankheiten. Ja? Vor Krankheiten? Erkältet ist, krank ist, irgendwas Krankenhaus muss. Also das war ganz schlimm. Also Krankenhaus war Horror. Und würdest du sagen, dass das heute nicht mehr so schlimm ist? Nee, heute nicht mehr so schlimm. Nö, nee, Ängste eigentlich groß und ganz nicht. Ja, außer eventuell große Hunde, freilaufende. Ansonsten keine. Diese Ängste mit Verlust, die habe ich als Kind schon gehabt, die habe ich auch nach wie vor. Also weil ich damals schon gemerkt habe, wie schnell es geht, was das bedeutet, wenn jemand stirbt, dass dieser Mensch einfach fehlt für immer. Und ich weiß, also ich war 3, als mein Opa gestorben ist und das ist nach wie vor für mich immer noch ein Riesenverlust, obwohl ich erwachsen bin und darüber ja auch klar denke, sage ich mal. Aber Verlustängste, würde ich sagen, die begleiten einen Leben lang. Da hast du als Kind mal Angst gehabt, so richtig? Ja, jetzt immer noch. Was? Ich bin eher so der Schüchterne, Zurückhaltende und ich glaube, bei mir ist immer das Problem, wie ich auf andere wirke. Ich will nichts falsch machen, ziehe mich dadurch eher lieber zurück und ja, halte die Leute auf Abstand. Vor dem Alleinsein, also nachts oder abends spät allein zu sein in der Wohnung, meine Eltern sind da weggegangen, also an diese Ängste kann ich mich gut entsinnen. Haben Ihre Eltern Ihnen dabei geholfen, die zu überwinden oder wie war das? Mehr oder weniger nicht, nein. Als kleines Kind, ja, da habe ich gerne Horrorfilme geguckt. Als kleines Kind hast du Horrorfilme geguckt? So schon mit 10, mit 11, ne? Wenn es mal was gab, dann hat man sich das so gerne angeschaut und dann kam auch so seine Ängste, ja. So, da war die Nacht gegessen, ne? Genau. Wenn man da so im Zimmer lag, da dachte man immer so, oh, ja, was ist, wenn da jetzt jemand aus der Schrank kommt oder in die Tür rein, weißt du? Jede Situation war so eine Schocksituation in dem Moment. Haben Sie mal als Kind Angst gehabt vor irgendwas? Vor der Dunkelheit, ja. Ist es heute noch so? Nein. Wie sind Sie da als Kind mit umgegangen? Oh, Mama musste Licht anlassen oder Türspalt auf. Ja, so, oh, wie bin ich damit umgegangen? Ja, durchs Licht dann immer und dadurch, dass ich was gehört habe, da wurden mir die Ängste genommen. Wie würden Sie umgehen, wenn Ihr Kind auf Sie zukommt und sagt, ich habe Angst in der Schule, im Kindergarten, vor anderen vielleicht? Mit dem Kind reden, wo die genauen Ängste liegen und versuchen daran zu arbeiten, dass er die überwinden kann. Glauben Sie, dass Ängste wichtig sind für Kinder, dass sie die sich damit auseinandersetzen? Ja, Ängste sind grundsätzlich wichtig. Also Ängste bewirken ja auch, dass man bei gewissen Situationen vorsichtig ist. Und eine gewisse Angst muss einfach auch vorhanden sein für einen gesunden Menschenverstand. Also ich finde es notwendig, aber eben nicht vor allem und jedem. Eine gewisse Dosis muss da gegeben sein. Haben Sie jetzt immer Angst gehabt vor irgendwas?
Als Kind? Ja, Ärger von meinem Vater. Das war eigentlich immer die größte Angst, die ich hatte. Was ist denn heute manchmal, wo Sie sagen, da habe ich schon ein bisschen Angst vor? Na, dass dem Kind was passiert. Also das Ein und Alles ist halt das Kind und die Familie. Und dass das zerbricht, dass die Ehe zerbricht oder dem Kind halt was passiert, das ist so die größte Sorge. Dann natürlich auch Existenzängste. Was würden Sie denn Ihrem kleinen Zwerg empfehlen, wenn der mal Angst hat? Wie würden Sie damit umgehen? Offen und ehrlich drüber sprechen, das ist wichtig. Denn nur so kann man Hilfe bekommen. Und man darf Ängste haben, man muss sich denen aber stellen. Also man darf nicht weglaufen oder sich in irgendwelche Sachen flüchten, sondern man muss sich denen stellen und sich Ansprechpartner, wenn man das alleine nicht schafft, Ansprechpartner suchen. Die Tiger und Löwen aus meiner Kindheit konnte ich aus meinen Träumen verbannen. Was wir heute gesehen haben, ist, dass man seine Ängste doch mehr oder weniger überwinden oder auch hinter sich lassen sollte. Ich bin die Frieda und gebe mit diesen Eindrücken zurück ins Studio. Da waren ja wirklich viele Angstklassiker dabei. Die Dunkelheit, Geräusche, allein zu Hause bleiben oder die Angst vor dem Krankenhaus. Sicher haben Sie sich auch irgendwo wiedererkannt. Was rückblickend fast niedlich erscheint für uns Große, ist aber für die Kleinen richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob Sie als Kind mit jemandem reden konnten. Freunde oder Eltern waren für mich wichtig, aber Gott war auch mein Ansprechpartner. Häufig bleiben Kinder mit ihren Ängsten allein. Nur, wie kann man für die Kleinen da sein, ohne sie zu viel zu bemuttern? Oder muss man da als Kind einfach durch? Wie sehen Sie das eigentlich? Ihre Meinung interessiert uns. Kinder sind ohne Arg, sagt der Volksmund. Sie gehen unvoreingenommen durch die Welt und sind bestenfalls aufgeweckt, fröhlich und verspielt. Eine glückliche Kindheit hatte auch Daniela, bis die Grundschülerin auf dem Pausenhof regelrecht überfallen wird. Von da an schleicht sich Angst in ihr Leben, die sie fast erdrückt. Daniela wächst wohlbehütet in einer christlichen Familie in Süddeutschland auf. Ich habe das Leben und einfach auch meine Kindheit genossen. Ne? Auch so das Spielen mit den Geschwistern oder auch einfach das Sein in der Familie. Ich habe mich geliebt und geborgen gefühlt und es war einfach eine feine Sache. Doch von einem Tag auf den anderen nimmt das Leben der fröhlichen Grundschülerin eine dramatische Wende. Ich war damals in der 4. Klasse und bin mit einer Freundin nach Hause gelaufen. Und noch auf dem Pausenhof hat mich einer der Oberstufenschüler praktisch, wie kann man das beschreiben, angefallen, würde ich mal sagen. Er hat mich dann geschnappt und hat mich in den rechten Oberarm gebissen, durch die Winterkleidung durch. Und es war für mich damals sehr, ich möchte mal sagen, befremdend und auch beängstigend. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe das dann meinen Eltern erzählt, weil ich das für mich nicht so recht einordnen konnte. Die Eltern alarmieren die Schulleitung. Der Täter wird sofort gefasst, doch aufgrund seines Alters kann er nicht weiter belangt werden. Seine Erklärung hingegen ist erschreckend. Ich weiß auch nicht. Ich habe gestern Abend einen Horrorfilm gesehen und ich dachte mir, ich könnte das mal an einem lebenden Objekt ausprobieren. Obwohl Daniela bei ihren Eltern Rückhalt und Geborgenheit findet, ist in ihrem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Heute kann ich sagen, dass sich da in meinem Leben schon etwas verändert hat und auch einfach, also festgebissen, wenn man jetzt mal auf diesen Biss zurückgeht, sich etwas festgebissen hat in meinem Leben. Ab da möchte ich jetzt mal sagen, hat sich in meiner Kindheit schon etwas verändert. Das Vertrauen, ich denke, das hat sich verändert. Und die Fröhlichkeit, meine Wesensart, denke ich, die hat sich auch verändert, ja. Ihr Grundvertrauen in Menschen wird tief erschüttert. Das Erlebnis prägt sich in Danielas Unterbewusstsein ein und verfolgt das kleine Mädchen bis in den Schlaf. Also ich hatte ab da dann keine Nächte mehr, in denen man sagen kann, man geht ins Bett, man fühlt sich geliebt und geborgen, man kuschelt sich in die Decke und man schläft. Und man weiß, morgen früh wacht man wieder auf und es ist ein schöner neuer Tag. Es war ab da einfach nicht mehr so. Ich habe ab da Albträume gehabt, die mich eigentlich regelmäßig verfolgt haben. Nacht für Nacht sieht sich Daniela gefangen in einer dunklen Achterbahn, die ungebremst in die Tiefe rast. Und je tiefer ich kam, umso schlimmer wurde das hämische Lachen. Bis hin
dass ich unten aufgeprallt bin in der Tiefe. Und dann wusste ich, und jetzt bin ich gefangen, jetzt sitze ich in einem Gefängnis oder in einem Verlies. Und da komme ich nicht mehr raus. Gesetzten Falles, es geschieht nicht ein Wunder. Daniela ist verunsichert. Die Angst wird ihr ständiger Begleiter. Das Mädchen zieht sich weiter zurück und lebt in ihrem eigenen Gefängnis. Ich wurde dann sehr zurückhaltend. Ich habe weniger gesprochen. Mit der Angst kam dann auch die Bitterkeit und das Misstrauen. Die Spirale hat sich nach unten entwickelt, indem die Angst in meinem Leben zugenommen hat, indem die Fluchtmechanismen für mich mehr geworden sind, wo ich mir einen Schutzwall aufgebaut habe, bis hin dazu, dass ich mich dann nicht mal noch so frei bewegen konnte, wie ich es vielleicht vorher auch einfach getan habe. Ich habe mich permanent versucht zu schützen. Daniela leidet still und merkt, wie ihre emotionalen Kräfte schwinden. Es ist wie so ein Fleischerhaken, der in mein Herz eingegraben war, der daran gezogen hat. Und diese Not und dieser Schmerz und diese Angst in mir, die ja gewachsen ist, die war so schlimm, dass ich irgendwann einfach gemerkt habe, ich kann so nicht mehr und ich will auch so nicht mehr. Die Eltern sind stets für Daniela da, reden und beten mit ihr. Weiteren Halt gibt ihre christliche Jugendgruppe. Danielas Not bleibt dem Jugendleiter nicht verborgen. Er konfrontiert sie schließlich mit einer unbequemen Wahrheit. Daniela, du kannst in diesem Zustand weiterleben, das ist gar keine Frage. Aber ich denke, auf Dauer ist dieser Zustand nicht gesund und er ist auch nicht gut. Es liegt an dir, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, hopp oder top. Hopp oder top meint, Jesus ganz zu vertrauen, zu glauben, dass er Daniela helfen kann und sie innerlich wiederherstellen will. Daniela fühlt sich herausgefordert. In einem Jugendgottesdienst will sie alles auf eine Karte setzen. Und ich habe einfach gemerkt, dass Gott mit seiner Gegenwart so präsent ist. Und ich habe gemerkt, dass diese Liebe so stark ist, dass für mich klar war, ich muss mich jetzt einfach entscheiden. Und wenn nur die Hälfte davon wahr ist, was ich als Kind in der Sonntagsschule gehört habe, neben all dem, was in der Bibel steht, dann habe ich mehr als Hoffnung für mich und für mein Leben. Gemeinsam mit dem Jugendleiter betet Daniela und lädt Jesus in ihr Herz ein. Diese Entscheidung bringt die Wende in ihrem Leben. Das war wie wenn eine riesengroße Steinlawine losgelöst wird. Ich habe mich sowas von frei und leicht gefühlt. Das war unbegreiflich für mich. Und da wurde mir dann erstmal bewusst, was es für eine Last war, die ich all die Jahre getragen habe. Und dann ist so eine Freude in mein Herz eingezogen. Und in der Nacht habe ich zum allerersten Mal wieder geschlafen. Ich bin nicht nur wach gelegen und der Körper hat sich in irgendeiner Form ausgeruht, sondern ich habe wirklich geschlafen. Auch die Albträume gehören endlich der Vergangenheit an. Ein Prozess innerer Heilung und Verarbeitung ist angestoßen. Freude und Freiheit sind in Danielas Leben zurückgekehrt. Das war damals eine riesengroße Befreiung, als ich dann gesagt habe, okay, und ich wage diesen Schritt und ich springe. Ich will diese Freiheit haben, geborgen zu sein, sich einkuscheln zu können in die Decke und zu wissen, alles ist gut. Und ich kann mich auf den nächsten Tag freuen und ich muss mir keine Sorgen machen. Daniela hat eine Riesenbefreiung erlebt. Sie hat Jesus ihr Vertrauen geschenkt und mit ihm zusammen ist sie auf dem Weg, ihre Ängste in den Griff zu bekommen. Das ist ein Prozess, bei dem uns der Glaube sehr gut helfen kann. Davon berichten immer wieder Menschen, denn Angst kann lähmend sein und uns vollkommen aus der Bahn werfen. Unsere Ziele verlieren wir dann aus den Augen und wir sind nur noch auf das Problem fixiert. Und Gottes gute Pläne für unser Leben geraten ins Abseits. Um da wieder herauszufinden, ist ein Vertrauensvorschuss notwendig. Das ist wie beim Turmspringen im Freibad.
Alle sind schon gesprungen und johlen vor Vergnügen, nur man selbst ist vor Angst starr und blickt in die Tiefe. Da helfen die ermutigenden Worte der anderen nicht viel. Entweder muss ich es wagen oder ich bleibe ohne die Erfahrung. Dieser Vergleich ist sicher nicht auf alles anwendbar, soll aber zeigen, wenn du es nicht versuchst, wirst du es nicht wissen. Gott ist kein Gott der Angst, ganz im Gegenteil. In der Bibel finden sich schon sehr weit vorne im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 26, folgender Zuspruch. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen. Das ist eine Aufforderung, ein Werben um Vertrauen und eine Voraussetzung für Gottes Handeln. Denn ohne unser Mitwirken will Gott nicht einfach in unserem Leben herumwurschteln. Er will unser Vertrauen und braucht unsere Zustimmung. Das benötigt ein wenig Mut. Ich würde gern dafür beten, dass Sie Gott vertrauen lernen und ihm Ihre Ängste, Sorgen und Nöte überlassen. Wenn Sie möchten, beten Sie doch mit. Lieber himmlischer Vater, du weißt ganz genau, wo wir festhängen in Ängsten in unserem Herzen, wo wir dich aus dem Blick verloren haben, wo wir aus Unsicherheit uns kaum mehr zu rühren wagen. Du sagst, deine Liebe vertreibt alle unsere Furcht. Deswegen beten wir, dass du jetzt kommst und uns in unserer Schwachheit berührst, dass wir es wagen, dir zu vertrauen und dann eben neue Schritte gehen in ein Leben hinein, das nicht geprägt ist von Angst. Herr, ich bitte dich, berühre du uns. Wir brauchen deine Hilfe an diesem Punkt. Amen. Wenn Sie noch ein persönliches Anliegen haben, dann bieten wir Ihnen gern Gebetsunterstützung an. Zusammen bringen wir Ihre Not vor Gott und bitten ihn um seine Hilfe. Unsere Mitarbeiter von der Gebetshotline stehen Ihnen jetzt gerne zur Verfügung. Die Nummern sind eingeblendet und der Gebetsservice ist kostenfrei, also rufen Sie an. Kinder, die wie Daniela in ihrer Kindheit unter Ängsten gelitten haben, brauchen zunächst mal die Liebe und Unterstützung ihrer Eltern. Manchen Kindern hilft auch ein gezieltes Training, um Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn sich aber aus einer Angst ein richtiges Trauma entwickelt, dann ist es schon gut, einen Experten zu Rate zu ziehen. Hast du schon mal Angst gehabt? Ja. Vor was? In meiner Schule sind viele, die haben eine große Gang und die verprügeln welche. Viele. Und ich konnte mich damals nicht verteidigen. Und ich mache den Sport aus Spaß, weil es mir sehr gefällt. Und weil ich mich in der Schule dann auch verteidigen kann. Also ich hatte nicht so richtig Angst, sondern ich musste mich verteidigen. Weil in meiner neuen Schule hat mich schon mal sozusagen jemand angegriffen und der wollte daraus einen Spaß machen. Und da habe ich mich halt verteidigt und da habe ich das hier gut gebraucht. Hast du das Gefühl, dass du trotzdem ein bisschen selbstbewusster bist, dass du sagst, trotzdem, das gibt mir ein bisschen mehr Mut? Das tut es mir auf jeden Fall, weil ich weiß halt, wie ich mich verteidigen soll. Dr. Andreas Krüger ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Er ist Spezialist für die Behandlung psychisch traumatisierter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien. Tatsächlich geht eine traumatische Erfahrung meistens mit Angst einher, mit existenzieller Angst, mit Lebensbedrohung, weil wir eben keine Tiere sind, ja, sondern eben Menschen mit Einfühlung, mit sowas, was zwischen Himmel und Erde ist, kann es eben auch ja, quasi zu einer Seelenbedrohung kommen. Ja. Also zum Beispiel der sexuelle Missbrauch ohne Gewaltanwendung. Da stirbt ja niemand. Aber trotzdem entsteht dann durch diese bedrohliche Situation ein Angstpotenzial, was dazu in der Lage ist, eine Traumafolgestörung auszulösen. Traumatische Erlebnisse können von Kindern häufig nicht richtig eingeordnet werden. Ihnen fehlt ein Wertegerüst, das sich erst im Laufe des Heranwachsens ausbildet. Selbst Misshandlungen oder Missbrauch werden daher nicht sofort als etwas Negatives beurteilt, dem Grenzen gesetzt werden müssten. Studien zufolge wachsen in Deutschland etwa 30.000 Kinder eines Jahrgangs in sogenannten Hochrisikofamilien auf. Also in der westlichen Welt ist erwiesen, dass ungefähr 50% der Kinder, die eine Traumaambulanz oder eine spezielle Behandlungseinrichtung für traumatisierte Kinder aufsuchen, Opfer häuslicher Gewalterfahrung geworden sind. Also ja, Tsunami und Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle sind natürlich auch fürchterlich, aber am meisten schlägt das Schicksal eigentlich zu im häuslichen Umfeld. Erstmal denkt man natürlich an blaue Flecken und irgendwelche Verletzungszeichen am Körper.
diese Gewalt kann aber genauso gut emotionaler Natur sein. Also eine perfide Missachtung und Entwertung und Geringschätzung kann dazu führen. Die Auswirkungen eines Traumas können schwerwiegend sein. Die Kinder leiden unter Flashback-artigen Zuständen, also so horrorfilmartige Nachhallerinnerungen von dem Schlimmen. Unter dissoziativen Zuständen sind wir weggetreten, haben massive Beeinträchtigungen von Bewusstsein, haben Impulskontrollstörungen, können nicht mehr richtig schlafen, sind aufgedreht wie ein Flummi. Wir müssen wissen, was macht traumatischer Stress im Kopf, um dem Kind eine angemessene Unterstützung anzubieten. Einmal als Eltern, als Betreuer in der Jugendhilfe, aber genauso im professionellen Umfeld. Passende Unterstützung zu finden, ist für Ratsuchende nicht leicht. Es gibt immer noch zu wenig qualifizierte Kindertherapeuten mit einer Zusatzausbildung in Traumatherapie. Hinzu kommen die langen Wartezeiten. Auf ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten warten Betroffene bis zu einem Jahr. Für schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche besteht die Gefahr, dass sich das Trauma festigt. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die solche Unterstützung bekommen haben, vielleicht auch eine Störung entwickeln, aber erstens leichter ausgeprägt oder auch im besten Fall gar nicht. Ja, also es gibt Beispiele aus meinem Berufsalltag, wo unmittelbar Hilfe da war. Schlimmste Misshandlung und sofort war jemand da. Die Forschung würde sagen, mit einer größten Wahrscheinlichkeit entwickelt dieses Kind eine Traumafolgestörung. Aber dadurch, dass sofort Unterstützung da war, hat sich keine Störung entwickelt. Und wenn man dann 5 Jahre mit so Flashbacks rumläuft, obwohl eigentlich vor 5 Jahren das Schlimme vorbei war, der Täter gefasst ist im Gefängnis und man hat eigentlich wieder ein normales Leben, dann ist schon so viel Leid passiert und so viel unnötiges Leid. Wenn es rechtzeitig eine Therapie gegeben hätte, hätte man dem Kind das ersparen können. Es muss nicht immer gleich Therapie im ersten Augenblick sein, sondern einfach menschliche Wärme, fachlich geschulte Fürsorge und Unterstützung. Neben der therapeutischen Behandlung betont Dr. Krüger eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die das Wohl der Kinder mehr im Blick haben muss. Es ist ihm auch ein persönliches Anliegen, dass psychisch traumatisierten Kindern umfassende Hilfe zuteil wird. Mir ist grundsätzlich wichtig, dass die Erwachsenen dieser Welt mehr auch die Welt mit Kinderaugen anschauen. Nicht nur, das trifft das natürlich zu für meine Kinder, die ich hier in Behandlung habe und die Jugendlichen, aber dafür natürlich ganz besonders. Ich finde es sehr traurig, dass die Gesellschaft relativ wenig Raum hat für die Belange von psychisch traumatisierten Kindern. Und würde mich deswegen auch freuen, wenn die Menschen mehr auch sich wirklich zur Aufgabe machen, die Kinder, die am meisten und am schlimmsten betroffen hat, für die da zu sein. Das muss nicht immer gleich als Arzt und Psychotherapeut sein, das kann auch durch ein Ehrenamt sein, durch eine Spende für eine gute Sache, die psychisch traumatisierten Kindern Hilfe bietet, weil da wird viel zu wenig getan. Und die Kinder, die da schwer leiden, gestalten die Zukunft unseres Landes von morgen. Und das ganz viel Potenzial, was dem Bach runtergeht, wenn wir da nicht unterstützen. Und helfen. Kinder sind in der Tat die Zukunft unserer Gesellschaft. Und sie zu schützen und ihnen zu helfen, das geht uns wirklich alle an. Wenn Sie die Ausführungen von Dr. Krüger hilfreich fanden und noch mehr zum Thema wissen möchten, dann besuchen Sie uns doch im Netz. Dort finden Sie hilfreiche Adressen und Bücherempfehlungen des Kinderpsychologen und noch weitere nützliche Tipps der Redaktion, extra für Sie zusammengestellt. Also surfen Sie doch einfach mal bei uns vorbei unter club700.tv. Es lohnt sich. Apropos, eine hilfreiche Adresse für Ihre Nöte und Anliegen ist auf jeden Fall auch Gott selbst. Wer von Ihnen Gebet in Anspruch nehmen möchte, dem bieten wir gern unsere Unterstützung an. Unsere Gebetsmitarbeiter stehen für Sie am Telefon bereit. Rufen Sie an, der Service ist kostenfrei. Für Österreich und die Schweiz wählen Sie bitte 0800 0700 08 und für Deutschland 0800 25 8200. Falls das zu schnell ging, im Internet unter club700.tv finden Sie alle Infos zum Nachlesen. Wie lange könnten Sie sich von Früchten ernähren, die Sie von Bäumen pflücken müssten? Für den kleinen Waisenjungen Sif Leng und seinen Bruder war dies häufig die einzige Mahlzeit am Tag. Nach dem Tod der Eltern lebten sie zunächst bei einer Tante, die aber nicht ausreichend für die Kinder sorgen konnte. Der 12-jährige Sif Leng pflückt gerne mit seinen Freunden die süßen Früchte, die in seiner Heimat Kambodscha wachsen. Vor gar nicht langer Zeit halfen sie ihm zu überleben.
Als seine Eltern starben, kam er nämlich mit seinem Bruder zu einer Tante. Weil sie aber kein festes Einkommen hatte, bestand manchmal das einzige Essen aus Früchten, die die Jungen finden konnten. Meine Tante war lieb, aber sie konnte nicht für uns sorgen. Wir hatten immer Hunger. Oft schaute er sehnsüchtig den anderen Kindern beim Spielen zu. Sie hatten genug zu essen und gingen zur Schule. Das wollte ich doch auch so gerne. Dann hörte Sivlengs Tante von einer Kirche, die ein Kinderheim betreibt, das vom Club 700 unterstützt wird. Sie nahmen Sivleng und seinen Bruder gerne auf. Er erinnert sich noch an seine erste volle Mahlzeit. Das Essen war lecker und alle waren so freundlich. Ich habe hier von Anfang an sehr gut geschlafen. Sivleng und sein Bruder bekommen nun dreimal am Tag ein richtiges Essen. Und dank der Unterstützung durch den Club 700 noch viel mehr. Es wurde eine Schule gebaut, die einzige christliche Schule in der ganzen Region. Hier lernt Sivleng mit 200 anderen Kindern lesen und schreiben. Sivlengs Lieblingsbuch ist die Bibel. Denn inzwischen hat er sein Leben Jesus anvertraut und betet. Ich bin hier so glücklich. Ich habe Hoffnung und Liebe. Ich danke Jesus, dass er mich in dieses Heim gebracht hat. Sich satt essen und das auch noch jeden Tag, das ist für viele Menschen auf dieser Erde überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und während hierzulande so viel Essen auf dem Müll landet, müssen Kinder wie Sivleng hungern. Ich finde das einfach nur ungerecht. Und natürlich weiß ich, dass wir nicht die ganze Welt verändern können. Aber jeder von uns kann etwas dazu beitragen, immerhin etwas zu verändern. Diese beiden Brüder, die haben jetzt nicht nur Nahrung, sondern bekommen auch eine klasse Schulbildung und haben damit eine ganz neue Perspektive für ihre Zukunft. Vielleicht wollen Sie uns ja unterstützen in dieser humanitären Arbeit, die wir weltweit seit Jahren tun. Am Ende der Sendung werden nochmal alle Kontaktdaten dazu eingeblendet. Und natürlich können Sie auch im Netz nachschauen unter club700.tv. Zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit fördern und unterstützen. Danke für Ihre Großzügigkeit, ohne die manches nicht möglich wäre. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und empfehlen Sie uns gerne weiter. Ja, am Schluss jetzt nochmal der Hinweis auf unsere Gebetshotline, die Sie gerne nutzen können. Rufen Sie an. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. Machen Sie es gut. Steffi ist von dieser Feier nie wieder nach Hause gekommen. Da war ein ganz, ganz furchtbarer Schmerz in uns. Die pure Verzweiflung droht Ursula zu erdrücken. Ursula ist schwer traumatisiert und tappt regelrecht im Dunkeln. Und ich weiß nicht, was geschehen ist, aber ich weiß, irgendetwas ist an diesem Abend geschehen. Ich bin mit neuer Hoffnung in meinem Herzen nach Hause gefahren. Jesus, heute bin ich bereit, dem Mörder vom Steffi aus vollem und ganzem Herzen zu vergeben. Und das war so in dem Moment, als wenn eine ganz große Last von mir abgefallen ist. Club 700 sehe ich sehr gerne. Ich sehe ihn sehr oft und bin immer wieder berührt davon, wie glaubwürdig das ist, was Sie erleben oder durch diese Sendung erleben lassen. Ja, ich finde, im Club 700, da kann man ganz klar sehen, dass das authentische Berichte sind, dass diese Menschen einfach ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Ängste darlegen und die Erfahrungen, die sie dann mit Gott gemacht haben. Wie Gott sie da rausholt, wie sie durch diese Beziehung mit Gott einfach in dieser Welt bestehen können. Sie haben im Leben fast alles erreicht, was sie sich gewünscht haben. Eine erfolgreiche Karriere, viele Freunde, eine harmonische Familie. Aber das Leben kommt ihnen trotzdem leer vor. Etwas fehlt ihnen. Nur Gott kann ihrem Leben einen Sinn geben. Wahre Zufriedenheit kommt von ihm. Entdecken Sie, wie auch Gott Ihr Leben verändern kann. Im Club 700.